Okay, Leute, da wäre ich wieder zur nächsten Folge, die ich jetzt auch wieder direkt im Anschluss an die letzten beiden aufnehme. Und ich habe mir gedacht, ich nehme die jetzt doch noch schnell auf, auch wenn es knapp werden könnte, weil ich gerade einfach noch Bock habe und im Redefluss endlich mal bin. Und das will ich nutzen. Ich möchte jetzt hier nicht wieder die ganze Zeit diesen Effekt haben, dass ich beim nächsten Mal wieder anfange und dann nicht weiß, wie mir geschieht sozusagen, sondern ich will hier schon gut durchkommen und mal gucken, ne? Ich habe jetzt auch für die letzte Folge gar nicht lange gebraucht, um die zu schneiden. Und da ist mir mal aufgefallen, dass ich irgendwie da ganz komisch vorgehe oder beziehungsweise, dass sogar der Titel das Schwierigere ist. Ich habe nämlich meine Stoppuhr nach der Folge laufen lassen und ich habe irgendwie nur knapp 3 Minuten fürs Schneiden gebraucht sogar, was echt krass ist und wo man auch wieder merkt, dass es echt viel Sinn macht, dann gezielt zu schneiden. Und ich wusste halt, okay, am Ende muss ich relativ bei 10 Minuten irgendwo einen Cut setzen und das war's. Vorher musste ich nichts machen. Und da habe ich das eben gemacht und da war ich dann schnell fertig. Aber dann habe ich noch 6 Minuten gebraucht, um den Titel zu erfassen und erstmal mehr auszudenken. Also das ist dann immer das Schwierigere. Und würde ich das erst machen, wenn ich die Folge hochlade, dann kurz vorher, wäre es auch nicht geil. Also das lasse ich dann immer weg und mache das lieber so früh wie möglich. Also auf jeden Fall immer beim Schneiden fertig. Denn ich habe keine Lust, dann, wenn ich hochlade, mir erst das Video nochmal angucken zu müssen und dann hier zu sehen, was wird denn jetzt der Titel. Denn wenn ich es schneide, gucke ich es mir eh nochmal an, potenziell. Jetzt nicht alle Stellen, im besten Fall, wie jetzt hier, sondern nur bestimmte Punkte. Also das ist halt für mich immer am angenehmsten, wenn ich nicht nochmal alles einzeln angucken muss, ne? Weil das zieht sehr viel Zeit, muss ich sagen. Aber ja, da guckt man ja eben eh nochmal durch, so beim Schneiden, und da kann man das immer am besten verbinden mit dem Titel. Und deswegen ist mir das so der angenehmste Weg, ja. Und mal gucken, vielleicht mache ich das ja in nächster Zeit jetzt öfter, dass ich so mehrere Folgen aufnehme oder versuche, so viel einfach wie möglich zu schaffen. Egal, ob ich irgendwas anderes dafür nicht schaffe, Hauptsache die Folge wird etwas angenehmer zum Aufnehmen wie heute jetzt. Denn ich glaube, jetzt bin ich gerade in dem Übergang, dass ich so langsam in diese entspanntere Phase komme des Tages, wo man vielleicht dann doch auch mal etwas mehr reden kann. Und vielleicht liegt jetzt aber auch daran, dass ich gerade einfach schon etwas mehr Aufnahmeerfahrung habe für den heutigen Tag und jetzt einfach im Flow langsam doch bin wieder. Aber ich glaube, das wird auch generell noch etwas länger dauern, bis ich so richtig wieder dran gewöhnt bin aufzunehmen. Also wenn man so eine längere Pause hat, merkt man dann doch, wie man doch rauskommt. Und ja, wenn man jetzt so gar nicht in diesen Redefluss gerät, da ist es dann schon schwer, da wieder reinzufinden. Wo ich aber sagen muss, dass es auf jeden Fall angenehm ist, ist, dass man auch mal vom Zocken generell eine Pause hatte und jetzt wieder sich das frischer anfühlt zu spielen. Ich weiß nicht, irgendwie jetzt, wenn ich hier Steine abbaue oder irgendwas mache, das fühlt sich alles wieder spaßiger an als vorher. Also es tut richtig gut, mal so eine längere Pause zu machen, und das werde ich auch versuchen, immer mal einzubauen, wenn es denn passt. Also manchmal macht man das ja sowieso immer, da hat man dann immer so 4 Tage mal eine Pause oder was weiß ich. Das ist schon öfter, aber mal auch so 2,5 Wochen oder so hat man dann eben nicht. Und vielleicht könnte man ja das öfter mal einbauen, zumindest so nicht nur einmal im Jahr, sondern 2-3 Mal eventuell. Da hat man dann doch mehr Spaß, wenn man dann zurückkommt wieder, das ist eben das Schöne. Und das war auch damals 2012 zum Beispiel so, da war ich halt noch richtig gehypt auf Minecraft, kann ich mich erinnern, und habe sowieso viel mehr gezockt als heute, also das kann man eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Aber man kann vergleichen, wie ich dann nach der Pause wieder richtig Bock hatte und dann wieder richtig losgelegt habe und irgendwie alles so anders sich angefühlt hat und so viel entspannter und ich weiß auch nicht, oder spannender auch. Also es war so eine Mischung aus allem, und da weiß ich gerade einfach wieder, wie dieses Gefühl war oder diese Erinnerungen einfach, die kommen so ein bisschen gerade hoch. Und das eben auch wieder das Schöne jetzt abends, ne, dass man da ein besseres Gedächtnis hat oder so. Ich merke auch immer, abends könnte ich zum Beispiel viel lieber oder viel besser schreiben oder irgendwelche Twitter-Sessions machen, wie ich es ja immer mal mache, als morgens. Denn direkt nach dem Aufstehen zum Beispiel ist irgendwie mit mir gar nichts manchmal anzufangen. Da kann ich teilweise nicht mal auf WhatsApp irgendwelchen Leuten antworten, weil ich mir so denke, Alter, hä, was soll ich da jetzt schreiben? Ich habe halt keine Ahnung, so, ich lese das zwar, aber ich muss dann so voll lange nachdenken, was ich da antworten kann. Und ja, ich glaube, je länger man schläft, desto schwieriger wird das auch, so direkt nach dem Aufstehen irgendwelche Nachrichten zu beantworten. Deswegen ist es immer am besten, wenn man dann natürlich wartet und das später erst macht. Aber
Ja, ist halt auch immer blöd. Dann denken die Leute, man ist erst zu spät aufgestanden, ne? Ja, aber das muss einem manchmal dann egal sein, ne? Okay. Ja, aber das ist echt so krass, ne? Wenn man länger schläft, dass man dann einfach auch weniger kognitive Fähigkeiten hat. Direkt nach dem Aufwachen, sozusagen. Oder ich will nicht sagen, weniger kognitive Fähigkeiten, aber so irgendwie auf Nachrichten antworten oder so ist dann halt schwieriger. Da muss das Gehirn erstmal wieder in Fahrt kommen, sozusagen. Naja, ist schon interessant irgendwie. Da haben sich bestimmt auch schon Neurologen eingehend mit beschäftigt. Ah, und ich könnte hier oben mal noch den Schnee platzieren. Das habe ich ja bisher noch gar nicht gemacht. Nur auf der einen Seite habe ich drauf geachtet. Ah, sonst? Ne, auf zwei Seiten. Okay. Ich guck mal, ob ich noch Schnee im Lager habe. Das wäre natürlich jetzt der Ultra-Burner, ne? Und eigentlich wollte ich, glaube ich, noch was anderes ansprechen, was ich vorhin im Kopf hatte. Ich hoffe, es fällt mir gleich ein. Aber ich denke mal, wenn man manchmal so ein bisschen vom Thema wieder wegkommt, dann kommt einem schneller wieder der Einfall, was man eigentlich sagen wollte. Das ist mir auch schon öfter aufgefallen. So, dann hier irgendwie noch braunen Dings rein. Ja, nee, das hat ja wieder alles eigene Kisten. Ne? Das kann ich ja schon wieder fast gar nicht hier einlagern, weil da hatte ich ja unten schon wieder die Ecke und da und so. Ja, ist immer bisschen blöd, weil man hier auch relativ schnell langsam vorankommt und nicht schnell eben dadurch, dass man nicht sprinten kann. Das ist auch so ein Hemmnis hier manchmal, warum man bestimmte Dinge nicht angeht, weil die einfach so anstrengend sind hier zu bewältigen. Oder was heißt anstrengend aus? Es zieht sich halt schon und ja, ist dann ein bisschen demotivierend einfach nur. Okay, ich gehe schnell wieder hoch, bevor hier noch irgendwas passiert. Ich glaube, ich habe keinen weiteren Schnee, ne? Dann müsste ich mal noch das ein oder andere mir holen und ich müsste mal wieder so richtig zum Kistensortieren kommen. Und vor allem sollte ich mal nicht so oft wieder durch meine Zunge pfeifen, ne? Also das riecht mich gerade schon wieder auf, ne? Diese scharfen S-Laute, die da mal rauskommen, müsste ich auch rausschneiden schon wieder. Aber nee, ich habe ja gesagt, ich mache das nicht. Beziehungsweise dieses Frisieren, das muss ja nicht sein, ne? Wenn man jetzt einen wirklichen Bedarf hat, hier nochmal eine Stelle zu schneiden, dann ist es klar, dass es gut ist und so weiter auch. Aber ich muss jetzt hier nicht jeden Versprecher rauscutten in der Serie. Habe ich ja jetzt oft genug schon angesprochen, warum. Und das ist schon ganz gut so, die Entscheidung. Okay, dann gucken wir mal hier. Ich werde mal die Schafe noch ernten, damit ich hier einfach Wolle habe. So eine durchgehende Zufuhr ist da ganz gut, wenn man die Materialien sammelt. Da kann ich dann irgendwann mir hier so ein riesiges Wollehaus bauen und hoffen, dass es nicht abbrennt. Aber wenn ich im Singleplayer unterwegs bin, passiert das ja eh nicht, ne? Wir sind ja hier dann nicht in Tiny CR8 oder so, wo dann, wenn du aus Holz baust, nach 0,3 Sekunden dein Haus in Flammen steht, ne? Das ist ja echt so ein Ding. Und ja, da bin ich ganz froh, wenn das mal nicht passiert. Ja, da wäre es echt mal gut, sich zu einigen auf diese No-Fire-Spread-Regel. Die gibt's ja. Die kann man technisch einstellen in Minecraft, ne? Habe ich auch schon öfter mir so vorgestellt, aber noch nicht umgesetzt und das wäre mal echt an der Zeit, ey. Aber als ich das mal so als Idee in den Raum gestellt habe, haben sie dann auch gleich gesagt, nee, wäre ja voll scheiße, ne? Aber eigentlich stört das doch gar nicht im Spielen, muss ich sagen. Weil wo braucht man es mal wirklich, dass das Feuer sich verbreitet? Das ist ja eigentlich eine Seltenheit, dass man das wirklich mal so nutzen kann. Meistens ist das eher lästig und hält einem nur davon ab, irgendwie produktiv zu sein oder schlägt einen halt zurück, indem es einen das Haus zerstört und das Hab und Gut wegnimmt. Ja, was natürlich nicht so unbedingt gewünscht ist. Zumindest von mir nicht. Und ich habe so oft abbekommen, das war echt schlimm. Also, ey, wie oft ich da meine Items verloren habe. Ich hätte das Fünffache schaffen können, wenn Keep Inventory angewiesen wäre. Oder jetzt meine Maus ausgeflippt. Also, das war ich, aber ja, warum auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls, ich hätte echt das Fünffache schaffen können. Oder gefühlt zumindest das Fünffache. Ich weiß nicht genau, ob es so wäre. Aber das Dreifache bestimmt. Vom Projekt insgesamt. Weil ich vor allem am Anfang so oft und krass Sachen verloren habe. Es waren übel die Rückschläge. Und vor allem auch, wenn man die Items wiedergekriegt hat, hat es immer Zeit gefressen, die wieder zu holen und sich zu erinnern oder nachzugucken, was man alles genau jetzt verloren hat. Und oh, so ein Stress hätte man. Das hätte man sich so schön sparen können. Und in irgendwelchen Singleplayer-Projekten passiert es mir ja auch nicht so oft, dass ich Sachen verliere. Also es lag dann schon an den ganzen Einflüssen dort. Ja, sicher nicht immer an bestimmten Spielern nur,
sondern auch daran, dass man jetzt wieder unter Druck stand und so schnell wie möglich irgendwas machen wollte. Dann hat man halt Leichtigkeitsfehler gemacht, ne? Ist irgendwo in Lava gesprungen, obwohl man gar nicht das eigentlich beabsichtigt hat. Oder ist irgendwo anders runtergefallen und, weißt du, so diese ganzen Schusseligkeitsfehler, das hätte auch alles nicht sein müssen. Da ärgert man sich einfach nur, wenn man dann immer sein Zeug verliert, wegen sowas. Aber naja, ich würde zuerst mal das Ganze noch durchcraften. Ich hoffe mal, das reicht. Also ein Sack könnte schon ganz gut hinkommen. Und ich denke mal, ich beende jetzt die Folge. Alter, ich brauche auch noch ein Thumbnail, shit. Na gut, dann schneide ich halt doch nochmal, das geht ja. So, weil wir hier so viel gefarmt haben, nehme ich jetzt einfach mal das. Ist doch auch schön, das hatten wir vor allem länger nicht. Und darauf kommt es ja an, dass es so ein bisschen abwechslungsreich aussieht in der Playlist, ne? Und in dem Sinne verabschiede ich mich dann. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.